Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe heute wieder eine ganz spannende Gästin bei mir und ich sage einfach mal Hallo Natalina. Hallo Vicky. Schön, dass du da bist. Vielleicht, bevor wir loslegen, magst du dich einmal so ein bisschen kurz vorstellen, ein bisschen was über dich als Person sozusagen erzählen, wer du so bist und was du so machst. Sehr gerne. Also zuerst mal merci vielmals, darf ich da sein. Das ist eine coole Möglichkeit. Mein Name ist Natalina. Ich komme aus Steffisburg in der Schweiz. Das ist sehr so am Rand vom Berner Oberland. Man sagt, oh, es ist jetzt dort zum Berner Oberland. Also ich habe einen mega schönen Ausblick auf die Berge und bin auch hier aufgewachsen. Ich habe vor drei Jahren angefangen zu säckeln. Und habe vorher schon mit Rennvelofahren meine Freizeit verbracht und bin sehr, sehr gerne in den Bergen unterwegs. Ich bin 24, also habe so mit 17, 18 angefangen und bin momentan noch am Studieren, mache die Ausbildung zur medizinischen Masseurin und arbeite daneben auch immer wieder, weil man muss auch noch Geld verdienen. Ah, zur Masseurin machst ja, du eine? Genau. Ja, genau. Ah, das ist aber praktisch zu wissen. Ja, viele Leute haben Freude, was ist klar. Der Felix, also mein Freund, sagt immer so, hättest du nicht sowas lernen können? Weil ich habe Germanistik studiert und es ist ja mal so gefühlt das weiteste weg, was überhaupt geht. Und er sagt immer, du hättest Masseurin werden können oder Physiotherapeutin oder so. Das ist ja voll gut. Ja, ich nicht. Ja, ich bin beliebt, wenn ich aber so frage, braucht irgendjemand eine Massage? Sagt eigentlich fast niemand nein. Das okay, cool. Aber das heißt, du darfst dann quasi an den Leuten üben? Ja, sozusagen? Genau. Ja. Okay. Also ich muss vielleicht sagen, ich habe vorher angefangen Physiotherapie zu studieren. Ja. Habe aber das Studium jetzt vor, also diesen Winter eigentlich, diesen Frühling abgebrochen und mache jetzt die Ausbildung. War nicht das Richtige für dich? Ja, definitiv. Ja, ich finde es immer sehr wichtig, das Richtige für dich zu finden. So, unabhängig vom, also nicht nur den richtigen Sport, sondern auch sonst die richtigen Sachen. Aber das heißt, du hast gesagt, wann hast du angefangen zu laufen? Vor 2018 habe ich angefangen. Okay. Das ist spannend, das ist so ungefähr ähnliches Jahr, als ich auch angefangen habe zu laufen. Mhm. Ich war nur immer schon ein kleines bisschen älter. Aber ich finde es immer schön zu sehen, dass man halt nicht, also es ist ja kein Sport, Laufen ist ja kein Sport, den man, sag ich mal, von Kind, also die meisten machen das schon irgendwie von Kindesbeinen an, jeder rennt mal, aber es ist halt was, wo man immer einsteigen kann und wo man auch, sag ich mal, so die Liebe dazu erst entdecken kann, weil du bist ja eigentlich Fahrradfahrerin. Genau, ja. Ja, also vielleicht zu dem, was du hast gesagt, mit man kann spät einsteigen, definitiv, ich finde, man kann immer einsteigen. Das Einzige, was ich auch merke und so ein bisschen eifersüchtig bin, ist, ich bin letztes Jahr in einer bin in einer Laufgruppe unterwegs gewesen, und die gehen auch viel auf die Bahn. Und da sind halt wirklich viele Leute dabei, die von Kind an immer auf die Bahn sind gegangen, immer haben trainiert. Und die haben schon einfach Vorteile gegenüber uns, die irgendwann mal anfangen. Ich glaube, so das Leiden und das an seine Grenzen gehen, ist etwas, was man kann lernen kann. Und wenn man das schon als Kind lernt, hat man sicher einen Vorteil gegenüber uns, die das nie haben gemacht einfach. Ja, das stimmt. Ich habe das auch immer, ich finde immer den, also man macht ja eigentlich ganz oft so den Vergleich Straßenlauf, Trailrunning. Ja, genau. Aber was ich einen viel größeren, viel krasseren Unterschied finde, ist halt eigentlich Bahn und Trail. Mhm. Weil die auf der Bahn, also A, sind die so schnell war ich nie, so schnell werde ich niemals in meinem Leben sein. Mhm. Die haben halt ganz oft ja so eine super saubere Technik, ne? Und das ist auch sowas, wenn du das, also klar kann man das auch, wenn man älter ist, noch lernen, aber ich glaube, wenn du das halt mal so, bei uns sagt man, von der Pike auf gelernt hast,
dann hast du halt einfach einen Vorteil, den also ich auf jeden Fall werde den niemals erreichen. Nein, ich gar nicht. Ja. Man kann es gerne probieren. Ich kann gerne wieder probieren, aber ja. Okay. Aber das heißt, du warst auch schon oder bist auch schon mal auf der Bahn unterwegs? Ja. Ja. Spaßeshalber. Mit Spaß hat das nicht jetzt hier. Nein, ich habe letztes Jahr damit angefangen, als ich bei die Laufgruppe gegangen bin und habe einfach gemerkt, dass es mir auch auf dem Trail extrem viel bringt. Dass ich schneller bin, dass ich irgendwie eine andere Kraft und Ausdauer habe. Ja. Und gehe jetzt eigentlich regelmäßig eine Woche oder alle zwei Wochen mal auf der Bahn irgendwelche Intervalle machen. Oh, sehr vorbildlich. Ja, es ist nicht einfach, wirklich. Wenn du dann auf der Bahn bist, dann denkst du, ich könnte hier einfach irgendwie in die Berge gehen, es wäre doch schöner. Ja, also in meinem Kopf ist es so, dass auf die Bahn zu gehen total viel mehr, wie sagt man, Disziplin erfordert, mhm. weil ich mir das eben so vorstelle. Also ich weiß nicht, hast du dann eine Bahn bei dir in der Nähe, wo du einfach hin kannst? Weil ich glaube, ich wüsste gar nicht genau, mhm. wo ich hingehen würde zum Beispiel. Ich habe zum Glück die Thunerbahn und habe dann einfach vorgegebene Zeiten, die ich wie erreichen will. Ja. Und das ist halt, ich glaube, so auf dem Trail kannst du viel mehr so ein bisschen bescheissen, auch wenn du irgendwie Intervall würdest machen, ist viel mehr so, ich gehe jetzt ein bisschen langsamer. Weil ja auch jede Steigung anders ist, es ist echt komplett anders. Aber auf der Bahn ist dann wirklich so, auf dem schwarz auf weiß auf dem Papier, so, du bist das gelaufen, fertig. Ja, die Bahn verzeiht nicht. Genau, ja, genau. Das stimmt. Das stimmt. Aber wie war das denn? Also du hast jetzt gesagt, okay, auf der Bahn und eigentlich ja Fahrrad. Genau, ja. Ich habe auch einen Blog und auf dem Blog, der heißt, glaube ich, sogar was mit Fahrrad. Ja, Nacht ohne Bike. Genau, also da kommst du eigentlich her. Wie ist das für dich? Wie bist du überhaupt so ans Laufen gekommen? Ich habe sehr übertrieben mit Velofahren. Okay. Ich bin jemand, der alles im Leben so ein bisschen entweder hundertprozentig oder gar nicht macht. Und als ich angefangen habe, Velofahren, hat es mich so geflasht und so reingenommen, dass ich ein halbes Jahr später entschieden habe, ich fahre von Portugal mit dem Velo heim. Und dann das ist ja quasi nichts. Ja, ein Wochenendausflug war das. Okay. und dann, ich habe mir halt dort dann wirklich so Ziel gesetzt, so, okay, ich will mal ein Everesting machen, ich will mal 300 km im Stück machen, ich will mal 600 km im Stück machen. Und habe dort, ich will nicht sagen, ich habe alles ausprobiert, weil man kann alles probieren, überhaupt nicht. Aber ich habe sehr, sehr viel Zeit mit Velofahren verbracht. Also ja. Ich habe dann auch gemerkt, was es für negative Auswirkungen auf mein persönliches Leben hatte und meine sozialen Kontakte, weil halt Velofahren sehr viel Zeit braucht. Ja. Und ich dann oftmals am Wochenende einfach an beiden, also Samstag und Sonntag, 8 Stunden bin auf dem Velo gewesen. Krass. Und ja. Das ist schon sehr... Ja, exzessiv habe gemacht. Und habe dann jemanden kennengelernt, der ein Trailrunner ist. Und er hat mich so ein bisschen in die Welt eingeführt, von alles abseits von der Strasse wirklich. Und ich habe mir dann, ich habe mir mal in einem Jahr eine Challenge gesetzt und gesagt, okay, ich fahre 20'000 Kilometer dieses Jahr. Hat es geklappt? Ja, ich habe viel müssen. Ich war viel allein unterwegs. Ich habe viel, wie gesagt, soziale Kontakte sind hinten angestanden. Ja. Und habe darum nachher aus neue Challenge mir gesagt, okay, so kann es nicht weitergehen. Ich fange jetzt eine Woche an von Säckchen, einfach weil ich das Gefühl habe, ich brauche noch irgendetwas anderes. Ich kann nicht nur mehr Velo fahren. Ja. Und habe darum nachher... das war so ein bisschen mein Weg. Ich stelle mir vor, dass der Unterschied vom, ich hatte ja zum Beispiel mal den Joris hier zu Gast, der professioneller Mountainbiker ist. Mhm. Und wir haben für uns so entdeckt, okay, Mountainbike und Trailrunning ist schon von vielen Bereichen her, sag ich mal, sich ähnlich. Ja. Aber ich stelle mir vor, also Rennvelo, wo du ja gerade schon gesagt hast, das ist ja nur Straße, logischerweise. Mhm.
Und dann zum Trailrunning, das ist ja wirklich, also da liegen ja Welten dazwischen. Ja, ja. Und das stelle ich mir vor, dass das vielleicht auch so ein bisschen dann, das Trailrunning so ein bisschen wie entschleunigend gewirkt haben kann auf dich. Dass du so gemerkt hast, okay, ich muss nicht 8 Stunden oder 1500 Kilometer Fahrrad fahren am Stück, sondern ich kann mal so ein bisschen mich zurücknehmen und mal das ruhiger angehen lassen. Ja. War das so? Ich würde ihm nicht entschleunigend sagen, wo ich sicher als schnell. Person auch einfach beim Säckeln jetzt habe ich gesagt, ah, auf den Berg, das könnte ich noch machen. Aber es ist halt, ich würde sagen, es hat mich näher an die Natur hergebracht. Also mit dem Velo, ich liebe Velofahren weiterhin, aber du bist immer noch auf dem Velo, du hast immer noch etwas zwischen der Natur und dir. Und ja, beim Säckeln habe ich echt gemerkt, ich habe das Wort mega gerne im Englischen Grounding. Mhm. Es ist so, ich brauche nur Schuhe und dann kann ich los. Und ich komme an Orte her, wo ich mit dem Velo, mit dem Auto sowieso nie würde herkommen. Und das ist das, was mir extrem viel hat gegeben. Also ich komme jetzt, früher, ja, ich bin mit dem Velo so viel über die Pässe und habe die Berge von dort oben angeschaut. Und jetzt plötzlich kann ich auf die Berge, die ich angeschaut habe, selber raufgehen, wo ich einfach das Velo hinter mir lasse und nur mit den Füßen unterwegs bin. Das finde ich ein total schönes Bild, wenn ich mir so vorstelle, dass dann zwischen mir als Läuferin und der Natur wirklich nichts mehr ist. Mhm. Also man wirklich so ganz eintaucht sozusagen. Ja, genau. Finde ich sehr schön. Das gibt mir Hände viel, wirklich. Ja. Du hast ja jetzt eben schon mal so ein bisschen angedeutet, du bist so ein Alles-oder-Nichts-Typ. Das heißt, du hast auch beim Laufen, beim Straße, ob das jetzt Straße oder eben, du hast schon mal gesagt, auf der Bahn, da hast du bestimmte Zeiten, die du vielleicht erreichen willst. Und du hast auch schon Rennen gemacht. Ein Straßenrennen aber eigentlich, richtig? Ja, sehr wenig Erfahrung mit Rennen, weil ich immer, wenn ich das Gefühl habe, ich bin bereit für Rennen und einigermaßen fit, habe ich mich bis jetzt immer irgendwie verletzt. Oh nein. Und oder dann ist Corona gekommen und dann sind alle Rennen abgesagt worden. Und darum habe ich sehr, sehr wenig Erfahrung mit Rennen. Aber ich habe mal den Thuner Stadtlauf gemacht und der GP bin ich mal gelaufen. Der Frauenlauf. So ein bisschen die Klasse. Den Frauenlauf wollte ich auch immer mal machen. Habe ich noch nicht gemacht, wollte ich eigentlich letztes Jahr machen. Mhm. Dann war das so eine Kleinigkeit. aber GP habe ich auch schon gemacht, obwohl ich ja eigentlich auch nicht auf die Straßenrennen in dem Sinne mache. Mhm. GP, für alle, die nicht aus Bern kommen, ist der Grand Prix von Bern. Und das sind, also es ist ein 10-Meilen-Rennen durch die Stadt, eine wunderschöne Strecke. Finde sie wirklich total toll. Schön. Ja. Ich habe einfach mich bei meiner ersten GP-Teilnahme verletzt und habe jetzt so ein bisschen so, ja. Jetzt ist so geschattet. Ja, genau. Mhm. Ich habe so ein kleines Angstgefühl, wenn ich dran denke, dass ich vielleicht mal wieder den GP machen könnte. Was ist passiert? Also irgendein Mistrich? Ich habe mir was am Meniskus geholt. Mhm. Also ich sag mal so, das wäre wahrscheinlich auch bei jedem... Es wäre wahrscheinlich an diesem Tag einfach passiert. Ja. So, ich habe es auch im Vorfeld, das war in der Vorbereitung auf meinen ersten Ultramarathon. Und da habe ich es, glaube ich, vielleicht einfach übertrieben. Mein Körper war vielleicht noch nicht so weit, weil ich so ja auch fast von 0 auf 100 bin. Und wahrscheinlich wäre es auch bei jedem ganz normalen Longrun an dem Wochenende passiert oder bei jedem, es hätte auch bei jedem anderen kleinen, weiß ich nicht, bei einem kleinen Intervalltraining passieren können. Aber es war halt einfach. Am Abend nach dem Rennen tat es halt alles so weh und ich habe, glaube ich, 3 Wochen ausgesetzt und so. Ich hatte noch großes Glück, dass nichts gerissen war oder so. Aber es ist halt dann gleich eben so, ja, überschattet so ein bisschen. Ja, absolut. Man denkt sich mal, da ist das passiert, da ist das passiert. Was ja Unsinn ist, weil es wäre wahrscheinlich auf jeder anderen Strecke auch passiert. Also. Ja, aber man verbindet es nicht damit. Absolut, ja. Die Napse sind ja so, das ist da passiert, ja. Wie war das für dich, dein allererstes Rennen? Kannst du dich da noch dran erinnern? Was war das für ein Gefühl? Was hat das mit dir gemacht? So? Ich glaube, mein allererster Rennen war der
GP gewesen. Und dann, das war bevor ich eigentlich angefangen habe zu säckeln. Wir haben mit der Schule, ja, wirklich, wir haben dann mit der Schule können teilnehmen im Gimmer. Und ich habe gefunden, ach, das könnte ich mal probieren. Und bin dann dort an der GP und ich bin dann einfach aufgrund von meiner Statur relativ fit gewesen. Also ich habe schon Sport gemacht und bin halt relativ dünn gewesen und hatte darum einfach Vorteile gehabt, sage ich jetzt mal, gegenüber dem, wo ich einfach mehr Gewicht hatte. Und darum bin ich nicht eigentlich relativ gut gewesen, für das ich wirklich nicht trainiert war. das war natürlich cool gewesen, aber rein so das Rennfeeling war schön gewesen. Einfach so, das Geben ist natürlich, ja, die, die ich nicht kenne, es ist echt so der Lauf in Bern, wo, glaube ich, jeder Berner auf die Straße geht, ja, anführen. Und die Stimmung ist so geladen und so cool, das glaube. Ja, es ist wirklich also ein guter erster Lauf gewesen, definitiv. Und einfach auch so zu merken, dass man etwas ganz anderes kann leisten, wenn man so angetrieben ist von Leuten. Das ist sehr faszinierend und weiterhin immer noch etwas, was ich sehr cool finde. Ja, das stimmt. Ja, das finde ich auch immer spannend. Bei einer Veranstaltung habe ich auch immer das Gefühl, wie du gerade sagst, dass man was irgendwie plötzlich noch mal was anderes leisten kann, als man vielleicht alleine gekonnt hätte. So, ich bin auch zum Beispiel sehr gespannt. Ich habe einen, ich biete ja Coachings an und eine von meinen Athletinnen macht jetzt Ende Juni ihren allerersten Halbmarathon, aber leider ohne ein Rennen. Mhm. Und ich finde das, auf der einen Seite finde ich das total schön für sie, dass sie das schaffen kann. Und auf der anderen Seite finde ich es so schade, dass sie nicht an einem Wettkampf erleben kann, wo du eben diese Atmosphäre hast, wo du diese Gänsehautmomente nochmal anders hast, glaube ich, als wenn du alleine unterwegs bist und deine Strecke machst. Ja. Was auch total schön ist. Ich finde beides total schön. Und ich freue mich auch, dass das ein oder andere Rennen dieses Jahr stattfinden wird. Hoffentlich. Vielleicht. Ja, es ist ja alles ein bisschen, also wir haben unsere Pläne schon umgestellt. Ja. Mal sehen, wie es jetzt sein. Ich hoffe wirklich. Ja. Aber ja, in Bezug auf das, was du gesagt hast, für mich ist das immer so ein bisschen ähnlich, wie wenn du, das hast du sicher auch schon gehabt, wenn du auf dem Trail unterwegs bist und dann triffst du irgendwelche Wanderer und sie haben mega Freude an dir und wollen dich einfach anführen. Und es löst so etwas in dem aus, wo egal wie dreckig das es einem in dem Moment geht, man hat einfach wieder Energie. Ja. Und ich glaube, das ist das, was am Rennen passiert. Es ist so. Ja, ich glaube, bei einem Rennen ist das dann wie konzentrierter. Ja, genau. Ja. Sagen. Also, aber genauso wie du es gerade sagst, also ich habe letzte Woche habe ich einen Long Run gemacht und ich habe mich so bescheiden gefühlt. Ich bin da irgendwie hoch und da war es noch viel mehr Schnee, als ich gedacht hätte. Gut, das hätte man wissen können bei den aktuellen Wetterbedingungen. Aber ich habe also gedacht, alles klappt schon. Und dann war ich unterwegs und dann tat mir irgendwann alles weh. Und dann kommen dir aber Leute entgegen, die dich halt einfach so anlächeln und so, ja, du schaffst das. Ja, genau. Und dann geht es halt schon. Und das ist halt das Schöne bei einem Berglaufrennen. Da sind ja dann auch schon nochmal einige Leute in der Nähe. Ja, hoffentlich meistens. Das ist eigentlich gut. Ich habe mich damals nach meinem allerersten Lauf so richtig so angefixt gefühlt. Mhm. Also so mein allererstes Rennen waren 4,8 Kilometer. Mhm. Ich war so nervös vorher. Also unglaublich nervös. Das Rennen, also ja. Ich habe auch einen unfassbaren Aufwand betrieben für dieses Rennen. Ja. Also das steht, würde ich sagen, irgendwie in keinem Verhältnis zu dem, was ich jetzt an der Vorbereitung mache. Aber jetzt ist natürlich ich habe jetzt das Gefühl, ich weiß eher so, was ich tue. Ich weiß, wann ich was tue. Und da war ich einfach so, ich muss rennen und ich muss schneller rennen. Und es war so ganz, ganz komisch, aber dieses Glücksgefühl, glaube ich, was ich nach diesem allerersten Rennen hatte, wo ich so gesehen habe, okay, ich habe das geschafft und ich habe das auch gut geschafft. Also ganz ehrlich, das waren irgendwie 4,8 Kilometer und es waren
ich glaube, 26 oder 27 Minuten habe ich am Ende gebraucht. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich nochmal so schnell wäre. Ja. Also. Und das fand ich einfach so total schön. Hast du das auch mal gespürt, so nach einem Lauf, dass du so das Gefühl hattest, okay, jetzt muss ich da weitermachen? Jetzt hat es mich angefixt. Jetzt, wie sagt man hier in Bern, jetzt habe ich den Laufkäfer oder so? Der Laufkäfer. ja, definitiv. Ja. Ich glaube, ich hatte es schon nochmal nach jedem Lauf in den Bergen, dass da irgendwie der Schmerz, den du hast, vergiss ist. Und mit Schmerz meine ich jetzt natürlich nicht, ist ja nicht schlimm, Schmerz, man tut sich ja das selber an. Aber halt gleich, du rennst auf, es tut weh und es ist anstrengend. Und du denkst, ah, ich könnte echt daheim auf dem Sofa sein. Und dann bist du aber irgendwie gleich an dem Punkt, wo du weißt, wieso du das machst. Wenn du zum Beispiel da oben ankommst und du bist echt im Nichts und umgeben von Bergen und fühlst dich so unwichtig und merkst, du bist nur so ein kleiner Mensch auf der Welt. Und wenn du dann wieder daheim bist, egal wie anstrengend es war, habe ich immer so das Gefühl, ich brauche mehr von dem. Also es hat schon so etwas, ja, so, wie ist das Wort, anziehend irgendwie. So, ja. Man will es einfach wieder, es ist ein bisschen wie eine Droge irgendwie auf eine Art. Ja, ich glaube auch, das könnte man so gut beschreiben. Ich finde halt auch so, wenn man dann oben ankommt, wie du gerade gesagt hast, man fühlt sich so klein und irgendwie gleichzeitig hat man so das Gefühl, krass, ich bin hier oben angekommen und fühlt sich, also eben, das ist sehr schwierig zu beschreiben, glaube ich, dieses Gefühl, wenn man das noch nie hatte, aber du kommst oben an und du weißt, okay, hier zwischen all diesen Bergen und mitten in der Natur bin ich halt nur so ein ganz kleines Pfützelchen, so. aber gleichzeitig hat man ja was geleistet und für mich ist es oft so, wenn ich dann einen Gipfel habe oder einen Lauf hatte, der wirklich sehr anspruchsvoll war, dann habe ich für mich, dann fühle ich mich für mich so groß, wenn man bei dem Bild bleiben will, klein und groß. Ja, genau. Verstanden. Also, und auch, ich mag auch diese Art und Weise, wie man unterwegs ist beim Trailrunning, wie man eben die Natur um sich herum erleben kann. Das geht nochmal so ein bisschen auf das zurück, was du eben gesagt hast mit dem Rad, dass beim Fahrrad immer noch was dazwischen ist. Und beim Laufen genau. Ja. 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 Ich habe einen Kollegen, der Englisch sprechend ist und wir sagen dem Gefühl immer so, es ist ein Gefühl von Insignificance, wenn du auf dem Berg oben bist. Also so du merkst so all deine Probleme, wo du immer das Gefühl hast, sie sind so unfassbar schlimm und gross, sind so im Großen und Ganzen eigentlich gar nicht so wichtig. Ja, es tut einem extrem entschleunigen irgendwie. Da, jetzt ist es doch entschleunigen. Ja, jetzt doch, ja. Ja, schon. Aber ja, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Also dieses auch so ein bisschen, ja, eins werden damit, ne? Und mal alles andere mal kurz vergessen. Ja, genau. Ja. Du hast ich noch. Ja, ja, sorry. Du hast noch gesagt, du hast gesagt, du warst mega nervös vor deinem ersten Rennen. Ja, sehr. Wie gehst du mit der Nervosität um? Ich bin immer noch mega nervös. Ja. Ich bin insgesamt ein sehr nervöser Mensch. So. Also so, wenn ich weiß, jetzt passiert irgendwas, dann werde ich ganz, ganz aufgeregt. Mhm. Und hübsches Beispiel aus der aktuellen Zeit ist zum Beispiel der Tag meiner Impfung. Ja. Ich war so nervös und aufgeregt und stand so neben mir und dann, als es dann losging, war es dann alles okay. Also dann geht das einfach weg. Ich weiß nicht, ich habe keine, keine Bewältigungsstrategie dafür. Was ich versuche am Renntag, ist wirklich so ein bisschen meine Routinen so durchzuspielen. Also ich habe schon, ja, vielleicht ist das eine Form von Bewältigungsstrategie, dass ich weiß, wann ich aufstehe, was ich esse, was ich wann wie mache und dass ich versuche, alles, was geht, schon vorher vorzubereiten. Also, sag ich mal, Startnummer abholen,
Tasche packen, alles schon bereitlegen, alles noch dreimal durchgehen und kontrollieren. Aber diese Nervosität ist, glaube ich, einfach so ein bisschen Teil von mir, glaube ich. Ja, ja. Das gehört, glaube ich, einfach dazu. Aber sie macht es manchmal auch total schön, weil wenn sie dann verschwindet und wenn ich dann merke, okay, ich bin jetzt ganz bei mir und ich bin jetzt ganz, also ich gehe ja nicht an ein Rennen, oder ich zumindest nicht, ich gehe nicht an das Rennen, um da irgendwas zu gewinnen. Ja. Also die einzige, gegen die ich da gewinnen kann, ja, genau, ist der und der Berg sozusagen. und wenn ich dann merke, okay, jetzt habe ich diese Nervosität beiseite geschoben und jetzt bin ich ganz bei mir und jetzt bin ich ganz im Rennen, dann kommt so dieses Gefühl, jetzt bin ich ja frei, in Anführungsstrichen. Und deswegen denke ich manchmal, ist es nicht so schlimm, dass ich dann so eine große Nervosität mit mir rumschleppe. Weil wenn sie dann weg ist, ist es wirklich ein sehr befreiendes Gefühl. Ja, das verstehe ich. Und es klingt auch so, als hättest du deine Wege gefunden, mit dem umzugehen. Ja, also auf jeden Fall. Mhm. Bist du es gar nicht vor dem Wettkampf? Du hast länger keinen gemacht, ne? Ich bin sehr nervös. Wirklich so zum Punkt, wo ich nicht mehr schlafe. Und ich glaube, ein grosser Teil ist auch, wo ich höhere Erwartungen an mich haben und mich dann so ein bisschen selber unter Druck setzen, was nicht immer hilft. Ja, das stimmt. Man denkt dann immer, das muss klappen und das muss klappen. Ja, ja. Verstehe ich. Das ist, glaube ich, was, denkst du, dass das auch von diesem Druck kommt, den du dir immer beim Velofahren gemacht hast, dass du immer gedacht hast, ich muss das und das erreichen, das und das erreichen? Also es geht ja so ein bisschen in dieselbe Richtung. Warst du da auch, sag ich mal, nervös, wenn du dir jetzt vorher vorgenommen hattest, ich war von Portugal zurück in die Schweiz oder so? Ja, sehr nervös. Also ich habe viel so Pässe fertig gemacht, also wo du 3 oder 4 oder 5 Pässe am Tag fährst. Ja. Und da bin ich jedes Mal sehr nervös gewesen vorher. Wirklich. Und habe dann einfach versucht, einfach so mit der Gewissheit zu leben, es wird schon gut kommen. Ich fahre dann einfach los und höre nicht mehr auf zu fahren. Und dann ist alles, was ich muss machen. Und dann kommt man nicht oben an. So genau, ja. Ich nicht mehr aufhören. Ich möchte nochmal zurückkommen auf deine ersten Trailruns. Also ich habe mich ja vorher auf deinen Blog umgetan. Mhm. Den verlinke ich auch nachher nochmal hier unten. Also wer da nachlesen möchte. Und da hast du, da schreibst du, du bist relativ schnell eigentlich vom Straßenlauf weg auf die Trails ja gekommen. Mhm. Und du hast auch relativ früh deinen allerersten Berglauf gemacht. Mhm. Und dieser Berglauf, den du dort beschreibst, das ist ja, also wenn man sich hier in der Region rund um Bern und Thun ein bisschen auskennt, dann kennt man den Berg, da warst du auf dem Niesen. Genau, ja. Und der Niesen, für alle, die den nicht kennen, der ist, ich sag mal so, der ist gar nicht so ohne als erster Berg, oder? Nein. Wieso gerade der Niesen? Also. Das ist eine schöne Frage, weil alle, die mich kennen, wissen, dass ich wirklich eine grosse Liebe für einen Niesen habe. Und der Niesen ist für mich so mein Hausberg. Thuner würden zwar immer sagen, dass Stockhorn der Hausberg ist von Thun, aber für mich, ich wohne in Steffisburg, das ist ein Dorf neben Thun. Und wir haben von unserem Haus aus wirklich die perfekte Sicht auf den Niesen. Also es ist echt vor dran in all seiner Pracht. Und ich bin so aufgewachsen, ich habe immer den Niesen irgendwo gesehen. Und das habe ich irgendwie einfach, ich assoziiere den Niesen extrem mit Heimat. Und daheim sein und das Gefühl von geborgen sein. Und finde es etwas vom Schönsten, wenn ich von Bern auf Thun mit dem Zug komme. Und dann so der erste Moment, wo man den Niesen sieht, ist immer sehr schön, habe ich jedes Mal gefreut. Und darum war es wie so klar, dort wollte ich mal rauf. Ich war als Kind mal mit meinen Eltern hier oben, aber natürlich mit dem Bändchen. Und habe nur noch sehr wenig Erinnerung an diesen Tag. Und habe einfach mal wollen dort oben sein, auf dem Berg sein, wo ich immer anschaue und denke, ah, so schön. Und darum hat es irgendwie gepasst, dass es der erste Berg war, wo ich rauf bin. Ja, das ist so schön. Ich finde das so schön, wenn man so eine,
ja, wenn man so ein Heimatgefühl oder so ein Zuhausegefühl hat für nicht nur eine bestimmte Region, sondern das auch so ganz spezifisch in dem Fall ja benennen kann. Mhm, ja. Also vielleicht noch so ein paar Eckdaten, dass man sich das vorstellen kann, wenn man den Niesen hochrennt, läuft, wandert, Powerhike, wie auch immer. ich glaube, er hat nicht ganz 2400 Meter, 2362, mhm, ja. 63, sowas. Und es ist wirklich steil. Ja, also, es ist 7 Kilometer und 1600 Höhenmeter. Oh, ja, also es ist wirklich also ich würde sagen, der Niesen ist schon echt eine krasse Herausforderung für den allerersten Traillauf. Ja. Aber ich kann irgendwie verstehen, warum du den gewählt hast. So. Ja. Nachdem, wie du es jetzt gerade erklärt hast, finde ich das einfach eine total schöne erste Wahl sozusagen. Ja, sehr. Es hat wirklich gepasst. Und auch jedes Mal, wenn ich jetzt wieder raufgehe, muss ich an das erste Mal denken, als ich da oben war. Und es ist jedes Mal wieder eine Freude, raufzugehen. Es ist echt eine schöne Route, eine schöne Aussicht, schöner Berg. Wirklich ein schöner Berg. Wenn ihr in der Region seid, könnt ihr den auch eigentlich nicht verfehlen. Denn, nein, wirklich der nicht. Ist ganz, der ist ganz klassisch bergförmig. Mhm. Mhm. Also es ist eine richtig kleine Pyramide. So. Das finde ich aber auch hinten cool, weil jetzt gibt, also ich liebe Schneeberge und Eigermönch, Jungfrau und all die sind hinten schön. Das Blümlis Alpmassiv auch. Aber man hat halt dort, man sieht nicht wirklich so das Massiv von unten bis oben. Weißt du, was ich meine? Es ist mehr so, du hast oben irgendwo einen Gipfel, wo dann ein Gipfel ist. Und beim Niesen siehst du halt wirklich so, es ist ein Berg von unten bis oben. Klar hast du nicht die Niesenkette hinten dran, aber es ist so, du siehst so der Niesen in seiner ganzen Pracht irgendwie. Ja. Der Niesen verzeiht auch nichts beim Hochlaufen. Nein, überhaupt nicht. Das ist eine Ruhephase oder so. Aber das heißt, den läufst du auch immer noch regelmäßig? Also das ist so, ist das auch so deine Hausrunde? Eine Hausrunde? Vielleicht nicht meine Hausrunde, aber ich habe schon so eine Tendenz, wenn ich im Sommer aber irgendwie die Berge möchte und nicht weiss, was machen, obwohl man ja eigentlich so viele Möglichkeiten hat, aber vielleicht hat man sogar zu viele Möglichkeiten, dass ich dann irgendwie auch auf dem Niesen ende. Und ich tue mich überhaupt nicht beklagen, also es ist immer eine mega schöne Runde und es bietet... Es gibt, glaube ich, Schlimmeres. Ja, oh ja. Und es gibt auch viele Möglichkeiten, wie man rauf und runter kann. Von dem her, es ist mir noch nie langweilig geworden, beim Aufeniesen gehen, wirklich. Ja, aber ich finde das auch, also ich habe auch so ein paar Routen, wo ich so sage, okay, wenn ich mal nicht weiß, was ich machen will, oder es gibt ja auch so Tage, also ich wohne ja, da kann man sich jetzt drüber streiten, relativ in der Stadt noch. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich gar nicht ins Auto oder in den Zug oder aufs Fahrrad steigen wollen würde, um so hinzukommen, dann bleibt zum Beispiel bei mir nur der Gurten. Der Berner Hausberg, ja, der ist genau. Ein bisschen mickriger im Vergleich zum Niesen. Das habe ich jetzt, oh Gott, das habe ich jetzt nicht gesagt. Und Berner werden mich hier zeigen. nee, aber es gibt halt so Routen. Ich mag das auch manchmal, nicht darüber nachdenken zu müssen. Ja. Nicht darüber nachdenken zu müssen. Also ich finde es total toll, neue Routen zu entdecken. Aber manchmal ist es halt auch einfach schön, genau zu wissen, okay, ich gehe jetzt los und da und darauf lasse ich mich ein. Das und das wird höchstwahrscheinlich passieren oder auch nicht. Mhm. Also ich werde ungefähr so und so schnell sein. Und das kann ja auch, das hat auch wieder diesen, weil wir es schon mal gesagt haben, so schönes, dieses Entschleunigende manchmal. Wenn ich wirklich gar nichts mehr denken will, wenn ich auch nicht gucken will unterwegs, muss ich jetzt hier links oder rechts, dann ist es einfach total schön, wenn man so seine Routen und seinen Hausberg hat oder so. Ja, absolut. Das ist ein grosser Teil. So, nicht müssen schauen, ob bin ich richtig, wo muss ich abbiegen, sondern einfach können zu gehen und zu wissen, was man macht. Ja. Der Niesen hat dir aber auch ein kleines gesundheitliches Problem beschert. Ja. Du hattest dann mit Läuferknie zu kämpfen. Ja, genau. Und du hast, glaube ich, geschrieben, dass du dann nicht mal mehr Radfahren konntest. Mhm.
Und das stelle ich mir so extrem schwierig vor, weil du ja selber schon so gesagt hast, du hast dich sehr definiert über das Radfahren und dann hast du das Laufen so für dich entdeckt und plötzlich war ja beides nicht mehr so richtig möglich. Ja, es ist schwierig, definitiv. Also ich bin zum Glück Holz anlängen. Ich bin noch nie so verletzt gewesen, dass ich gar nichts mehr machen konnte. Also dass ich auch nicht mehr konnte spazieren oder nicht mehr konnte. Also ich habe noch Velo fahren, das Knie ist nicht besser geworden und es hat zum Teil auch beim Velofahren wehgetan. Und das animiert eben dann einfach nicht so wieder wahnsinnig zu fahren. Ich habe es schon dann recht rausgestüdelt und probiert immer noch Velo zu fahren und so zu denken, ah, das tut schon gut, das macht nichts. Bin dann aber irgendwann an einem Punkt gekommen, wo ich mir ganz ehrlich eingestehen musste, jetzt ist es vielleicht einfach gut, mal 2 Wochen wirklich nichts zu machen und zu schauen, ob das etwas bringt. Und dann kann ich immer noch wieder anfangen. Und das habe ich dann noch gemacht. Und es war schwierig gewesen, an dem Punkt, wo man plötzlich so viel Zeit hat, wo man vorher mit etwas anderem gefüllt hat. Und ich glaube, das ist viel, wenn man verletzt ist, dann so ein Problem, wo einerseits ist so die Definitionsfrage, wo man wie, wenn man sich über den Sport definiert, auf eine Art, ist dann plötzlich das, was ihm ausmacht, fällt eigentlich weg. Und das ist ein beängstigendes Gefühl. Das stelle ich mir so vor, ja. Und andererseits einfach auch, unfassbar viel Zeit, die plötzlich da ist. Und es macht im ersten Moment einfach auch ein bisschen Angst. Bis man dann vielleicht andere Sachen lernt machen und die Zeit einfach mal ein bisschen anders nutzt. Und das hat auch viele Vorteile und bringt Herausforderungen dort. Aber so das. Ich glaube, auch das ist was, was einen vielleicht, sag ich mal, so wachsen lässt. Und stärker werden lässt. Aber ich bin da voll bei dir. Also ich würde auch sagen, dass ich mich sehr viel über das Laufen definiere. Also abseits von meinem regulären Job, sag ich mal, mache ich, okay, jetzt im Moment ist natürlich noch Pandemie, man kann auch vielleicht mehr machen, aber ich denke halt die ganze Zeit, ich weiß gar nicht, ob ich so viel anderes machen würde. Also ich gehe 5-mal die Woche rennen, ich definiere auch ganz viele andere Dinge meines Lebens rund um das Laufen. Also meine Wochenendplanung geht darum, was möchte ich laufen am Wochenende? Ja, genau. Was steht auf meinem Trainingsplan? Was möchte ich am Samstag machen? Wo möchte ich hoch und so? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das plötzlich von einem Tag auf den anderen gar nicht mehr gehen würde oder nur noch ganz reduziert gehen würde, dann frage ich mich auch, was wäre ich als Person dann, wenn ich mich nicht mehr über das Laufen so definieren kann? Ja, genau. Aber ich glaube, das ist halt so ein bisschen auch die Kunst, dass man, obwohl man den Sport leidenschaftlich gerne macht, nicht zu sehr da drin so zu verlieren und nur noch über diese eine Sache zu definieren. Deswegen finde ich das ganz schön, wenn du so sagst, es hat auch Vorteile, mal ab und zu mal ein bisschen kürzer zu treten und mal so ein bisschen zu schauen, was gibt es denn da vielleicht sonst noch. Ja. So, das heißt ja nicht, dass man das, was man macht, nicht gerne machen darf. Und das heißt auch nicht, dass man, wenn man 5 oder 6 oder meinetwegen auch 7-mal die Woche Sport macht und Rad fährt oder laufen geht oder so, dass man das nicht machen soll. Aber ich glaube, es ist immer ganz gut, im Hinterkopf zu haben, dass es noch viel anderes gibt, was man machen kann und was man erleben kann. Und gleichzeitig auch vielleicht nicht zu vergessen, das vergesse ich nämlich oft, dass es auch Leute gibt, die das nicht so exzessiv betreiben. Ich kann mir das immer nicht vorstellen. Aber ich weiß, dass ich früher genauso war. Also ich habe Sport gehasst. Ja, ich auch. Ich habe in der Schule, wenn meine Lehrer mir gesagt hätten, wir gehen jetzt hier an den GP Bern, das hätte bedeutet, dass wir auch eine Klassenreise machen und so. Mhm. Ne? Aber wenn mir das jemand gesagt hätte, also du musst dir vorstellen, wir haben so Spendenlauf oder so gemacht in der Schule. Ja. Weißt du, so wo man eine Runde läuft und dann pro Runde wurde man dann so gesponsert. Ich weiß nicht, ob es das so ist. Ah, ja, genau. Ja. Sponsorer läuft, sagen wir dann. Ja, jede Runde gibt es, weiß nicht, 1 Euro. Oder deine Oma sagt, jede Runde gibt es 2 Euro. Und dann wird das halt gespendet. Und ich habe halt
Also, das ist auch total absurd eigentlich. Ich bin halt exakt eine Runde gelaufen. Und ich hätte, sind wir mal ganz ehrlich, ich hätte mehr laufen können. Immerhin Euro. Ja, ich hatte zum Teil halt auch, die Sponsoren können ja dann selbst entscheiden, haben dann gesagt, ja, okay, wie viele Runden läufst du? Sag ich eine. Ja, okay, 10 Euro. Ja. So, aber das ist aber schlau. Schlaues Ring. Aber wie ich so Mechanismen hatte, das zu umgehen, das kann ich mir heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Mhm. Aber ich finde es halt schon wichtig, sich bewusst zu machen, dass es sehr viele Leute gibt und dass es auch völlig legitim ist, die das eben nicht so machen wollen wie ich. Ja. So. Das ist manchmal so der Reality-Check, wenn du mit irgendjemandem redest, wo wirklich noch in der Welt daheim ist oder vielleicht eben einmal Woche Gegasäckchen oder Sport macht. Und dann so zu merken, okay, ich mache relativ viel. Ja. Das bringt dann manchmal wieder so ein bisschen auf den Boden von der Realität. So, zu merken, oh, okay, auch wenn ich mal das Wochenende jetzt nicht würde in die Berge gehen, ich mache auch immer noch mehr als die meisten. Aber nicht, dass das irgendwie heisst, es ist jetzt gut oder schlecht, aber einfach so, auch so in Bezug auf Übertraining und Verletzungen und so, also zu merken, okay, man macht schon viel. Man tut seinem Körper schon viel Stress an. Ja, das stimmt. Aber dieser Realitätscheck ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Mhm. Also, weil ich denke halt auch immer so, ja, so viel laufe ich ja nicht. Ja. Und dann denkst du dir, wenn du es dann, sag ich mal, anschaust, im Strava anschaust oder auch einfach nur guckst, okay, vorletzte Woche habe ich mir neue Laufschuhe gekauft und jetzt haben die schon so und so viele Kilometer runter. So. Ja, wie hätte das können passieren? Was ist hier geschehen? Wann bin ich denn gelaufen? Kann ich mich gar nicht daran erinnern. So, das ist total absurd eigentlich. Ja, das passiert gang wieder. Ja. Aber irgendwie auch, also für mich zumindest auf eine schöne Weise absurd. Ja, sehr, ja, ja. Weil es dann irgendwie eine Aussage davon ist, dass es nicht das Beste, dass es nicht erzwungen ist, sondern es passiert irgendwie auf eine natürliche Art und Weise. Ja. Sehr schön. Ja. Das ist fast ein sehr schönes Schlusswort. Du hast uns aber, glaube ich, auch noch einen Trail-Tipp mitgebracht. Genau, stimmt? Ja. Yay, weil die Trail-Tipps sind ja immer sehr beliebt und es gab jetzt relativ lange keinen. Jetzt gab es in der letzten Folge gab es zum Beispiel wieder einen und ich freue mich sehr, ich freue mich immer sehr über Trail-Tipps von anderen Läufern, weil mir das wichtig ist, dass das ein Tipp ist, den man auch wirklich gelaufen ist, schon mal jemand gelaufen ist, dass jemand wirklich dazu was sagen kann. Und darum Bühne frei. Dankeschön. Ja, ich habe mir sehr viele Gedanken über das gemacht und wollte zuerst eigentlich sagen, ich bin jetzt frisch nach Interlaken gezögert für über den Sommer und bin letzten Dienstag hier so ein bisschen Trails erkunden. Ich weiß nicht, ob deinen Zuhörer vielleicht der Harder irgendetwas sagt. Das ist so die klassische Route von Interlaken. Und habe aber am Dienstag gefunden, nein, dort bist du jetzt schon etwa 20 Mal oben gewesen, machst du mal etwas anderes und bin dann in die andere Richtung und habe dort hinten schöne Trails entdeckt, Richtung Abenberg rauf. Und habe dann eigentlich das als Trail-Trip geben wollen, aber dann müssen revidieren, weil ich weiss nicht, wie es dir geht, aber ich bin mittlerweile dieses Jahr wirklich so an einem Punkt, ich will in die Berge, ich will, dass der Schnee weg ist, ich will, dass man wieder rauf kann. Dass man nicht immer muss überlegen, geht es auch nicht, werde ich echt dort stürzen oder nicht, sondern es ist echt so, es muss jetzt wieder gehen. Und habe darum einen Trail-Trip für einen Berg, der sicher momentan noch nicht machbar ist und wahrscheinlich erst so gegen Ende Sommer dieses Jahr wird möglich sein. Und zwar ist es der Dreispitz. Mhm. Ich bin letztes Jahr das erste Mal da oben gewesen. Ich bin von Eschiriet ausgesäckelt mit einem Kollegen und da gehst du dann Richtung Sultal hingere, gehst bis auf einen Renkpass und vom Renkpass aus ist es ein blau-weißer Wanderweg. Aber die sind sehr selten. Das sind die schwierigen Wanderwege. Das sind die schwierigen in dem Sinn, genau.
Es ist absolut machbar, weil wenn ich es geschafft habe, dann schafft es jeder. da sind nicht so viele Skills vorhanden. sicher gut, an einem trockenen Tag zu gehen, weil es schon ein paar Passagen hat. So die letzte Passage ist echt grau halten, wo man froh ist, wenn man nicht auch noch rutscht, weil es nass ist, sondern nur, weil es einfach grau ist halt. Aber die Aussicht von oben ist wirklich eine der schönsten, die ich je hatte auf einem Berg oben. Wirklich einfach, ja, unfassbar schön. Und es ist nicht ein wahnsinnig langer Lauf. Wir sind auch den gleichen Weg wieder zurück auf Eschiried. Ich glaube, es sind 16 Kilometer und 1,5 Höhe oder so. Aber man geht gleich bis auf 2,5 rauf. Und ja. Aber jetzt sehe ich, warum das vielleicht dann erst Ende des Sommers. Genau, ja, ja. Und halt auch im Vergleich zu, ich habe jetzt auch nicht eine Route gegeben, die irgendwie in einem Buch steht, schon aus Vorschlag. Und der Dreispitz ist so ein bisschen, ja, da kennen nur eigentlich die Leute, die auch hier wohnen und gehen meistens auch nur Leute auf, die in der Nähe wohnen. Und darum, ja, das ist noch so ein bisschen ein Game-Tipp. Das meiste ist schon wieder, ja, kennt man halt schon wieder ein bisschen. Ich war noch nie oben, also ich tue es auf meine Liste, aber eben dann erst, ja, vielleicht Mitte, Ende August. Ja, ja, leider, ja. Auf jeden Fall klingt es sehr, sehr schön und ich freue mich schon drauf. Und, sehr gut, ich bin da gespannt, wie du es findest. Ja, ich dann auch. Jetzt sage ich auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du hier warst, war sehr schön. Und ich wünsche dir und allen, die zugehört haben, eine ganz wunderbare Woche. Genießt hoffentlich die Sonne und wir hören uns ganz bald wieder. Tschüss!